Reisen, das tun wir alle sehr gerne. In 2022 haben wir Deutschen rund 67 Millionen Urlaubsreisen unternommen. In 2019, also noch vor Corona, waren es sogar bis zu 71 Millionen Urlaubsreisen. Und das sind nur Reisen von mindestens 5 Tagen. Wie reist ihr am liebsten? Mit dem Flugzeug, der Bahn, mit dem Auto oder vielleicht mit dem Bus? Ich habe mich heute bewusst für den Bus entschieden. Aber nicht für irgendeinen Bus, sondern für einen Reisebus mit 5 Sternen RAL-Gütezeichen. Was diese Sterne bedeuten, das gucken wir uns heute mal genauer an. So, ja, gute 12 Minuten sind wir unterwegs. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Käffchen. Rufen wir mal den Service. Ja, super. Nach den ersten Minuten im 5-Sterne-Bus weiß ich, es gibt guten Kaffee. Aber was darüber hinaus den 5-Sterne-Bus noch ausmacht, das frage ich jetzt Herrn Cibulla von der Gütegemeinschaft Buskomfort. Ich sitze jetzt hier mit Herrn Cibulla von der RAL-Gütegemeinschaft Buskomfort. Herr Cibulla, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, wann ich das letzte Mal mit dem Reisebus gefahren bin, aber ich stelle hier direkt schon fest, nach den ersten Minuten, das ist eine andere Art des Reisens mit diesem Bus. Der hat 5 Sterne, der hat das RAL-Gütezeichen. Aber warum hat er das? Was macht ihn so besonders, dass er ein Gütezeichen bekommt? Dieses Gütezeichen steht für hohen Komfort im Reisebus. Und dieser Komfort basiert auf einem klar definierten Katalog von Kriterien. Und die Einhaltung dieser Kriterien wird auch regelmäßig überprüft von neutralen Organisationen wie TÜV oder DEKRA, sodass der Reisegast auch weiß, wenn er eine Reise bucht in so einem 5-Sterne-Bus, wo 5 Sterne draufstehen, sind auch 5 Sterne drin. Und er kann hier eine sehr komfortable Beinfreiheit genießen. Mindestens 81 cm stehen ihm da zur Verfügung. Er hat Armlehnen, Fußrasten zur Verfügung, einen Fahrgast Tisch für seinen Imbus oder auf dem er seinen Kaffee genießen kann oder auch ein Glas Sekt. Er kann die gut gepolsterte Rückenlehne in eine bequeme Liegeposition bringen. Er kann davon ausgehen, dass die Heizung funktioniert, sodass er im Winter nicht frieren muss, dass die Klimaanlage funktioniert, sodass er im Sommer nicht schwitzen muss. Und er hat ja auch Möglichkeiten, an Bord dieses Reisebusses seine mobilen Endgeräte aufzuladen mit Steckdosen oder USB-Anschlüssen. Jetzt hat er 5 Sterne, dieser Bus. Vom Hotel kennt man es. 4 Sterne, 3 Sterne, gibt es das bei den Bussen auch? Gibt es hier verschiedene Kategorien? Es gibt auch den 3-Sterne-Bus, wobei der mittlerweile eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Es sind weniger als 5% der Busse, die wir klassifizieren, erfüllen dieses 3-Sterne-Niveau. Die meisten, mehr als die Hälfte, erfüllen den Standard für 4-Sterne-Busse. Und wir haben 2019 auch noch das Zusatzprädikat Superior eingeführt für Busse, die dem Reisegast einen ganz besonderen Luxus bieten. Zum Beispiel hochwertige Ledersitze oder ein Panoramadach, durch das er dann nachts den Sternenhimmel bewundern kann oder auch tagsüber die Aussicht auf eine reizvolle Gebirgslandschaft. Diese Busse haben zum Teil eine sehr stimmungsvolle Ambientebeleuchtung. Oft sind es auch Bistrobusse mit einer hochwertigen Küche, mit Heißluftofen, auch mit Bierzapfanlage, und sodass der Reisegast auch ein mehrgängiges Menü genießen kann, zum Beispiel an einer geselligen und kommunikativen Konferenzecke mit einem elektrisch schön verstellbaren Tisch und zum Beispiel Beinauflagen oder Lordosenunterstützung. Das sind auch so Merkmale, die so einen 4-Sterne- oder 5-Sterne-Superior-Bus ausmachen. Ich stelle fest, beim nächsten Mal nehmen wir den Superior-Bus nochmal on top zu dem 5-Sterne-Bus. Sie haben mich mit der Küche überzeugt. Was würden Sie als Vertreter der RAL-Gütegemeinschaft Buskomfort als klare Vorteile der Busreise gegenüber anderen Reiseformen sehen? Das ist natürlich der Komfort, der sich nicht nur in der modernen Technik an Bord der Fahrzeuge begründet, sondern auch in dem hohen Qualifikationsniveau des Personals. Wer mit dem Bus reist, reist mit Chauffeur und er kann den ganzen Stress des modernen Straßenverkehrs an einem Profi überlassen, ja, der ihn sicher an sein Reiseziel bringt, und er wird auch die ganze Reise über von einer geschulten und serviceorientierten Reiseleiterin betreut, die ihm auch
ständig als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Es ist eine gesellige Form des Reisens. Man reist hier mit Gleichgesinnten, die eben ähnliche Interessen haben, mit denen man dann sich austauschen kann. Wer zum Beispiel eine Kulturreise macht, kann dann fachsimpeln über Picasso oder die Architektur des Rokoko. Es ist eine sehr flexible Form des Reisens. Man kommt mit dem Bus überall dorthin, wo es Straßen gibt. Man ist völlig unabhängig von Fahrplänen, von Bahnhöfen oder von Flughäfen. Und es ist vor allem auch eine nachhaltige Form des Reisens. Der Reisebus ist ein klimafreundliches Fahrzeug, sehr sparsam im Verbrauch. Ein Reisegast, der 100 Kilometer unterwegs ist im Reisebus, verbraucht in dieser Zeit oder auf dieser Strecke nur etwa 1 Liter Diesel. Und da kann natürlich der Pkw und der Flieger nicht mithalten, die verbrauchen ein Vielfaches an Sprit, und auch die Bahn verbraucht ungefähr die doppelte Menge an Energie wie der Reisebus. Dann belastet der Reisebus die Atmosphäre nur in sehr geringem Maß mit klimaschädlichen Emissionen, mit Treibhausgasen. Das bestätigen immer wieder auch die Zahlen des Umweltbundesamtes. Und der Reisebus ersetzt auch rund 22 Pkw, trägt also so zur Entlastung von Autobahnen und Großstädten bei. Also tatsächlich eine Vielzahl an Punkten, die für das Busreisen sprechen. Und Sie haben mich ehrlich gesagt überzeugt. Ich denke, die nächste Reise wird wieder eine Busreise. Mindestens 5 Sterne. Danke, Herr Zibulla. Wir haben alle das gleiche Motiv. Ja. Bequemlichkeit. Ja. Der ganze Komfort, den wir hier erleben, ist natürlich prächtig. Kann man auch eine längere Strecke sehr gut aushalten. Wir fahren schon im Süden und waren im Nordkap und waren überall schon. Es ist einfach ein tolles Reisen, man ist gut betreut. Man kann sich ausruhen, man kann das genießen. Toll. Was früher in den Bussen immer so ein kleines bisschen unappetitlich war, waren die Toiletten. Da wir in einem 5-Sterne-Bus reisen, schaue ich mal, ob mich jetzt eine Wellness-Oase erwartet. Was nicht da war, war der Whirlpool. Aber ansonsten muss ich sagen, eine super geräumige und auch sehr saubere Toilette. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, folgt unseren Kanälen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Thema wieder. Bis dahin macht's gut, tschüss. Und Abfahrt.